Wenn es ums Bett geht, dann wollen Frauen einen Bad Boy. Aber ein vertrauenswürdiger, zuverlässiger, bodenständiger Mann, den wollen sie zum Freund. Hast du das schon mal gehört? Hier bekommst du die ungefilterte Wahrheit. Für diejenigen, die dieses Video nämlich noch nicht gesehen haben, mag das vielleicht stimmen. Aber du kannst dir als ehrlicher Mann beides bieten, sodass sie dich nicht nur zum Freund haben möchte, sondern auch mit dir schlafen will. Warum nicht der Mann sein, in den Frauen sich verlieben können, mit dem sie gerne schläft und sich auslebt, mit dem sie aber auch eine Familie gründen will? So, und jetzt bleib unbedingt bis zum Schluss dran, denn der Bad Boy, der ist für eine schnelle Nummer attraktiv. Aber wer ein Arsch ist und Frauen nicht wertschätzt, der kann keine gesunden Beziehungen halten und sie werden immer traurig enden. Dieser Mann ist für schöne und intelligente Frauen vor allem ziemlich schnell unten durch. Auf der anderen Seite der Extreme aber, da haben wir diesen abhängigen Mann, den Bettler. Und wir waren alle schon mal in dieser Rolle. Aber niemand findet einen Bettler attraktiv. Wenn du jemals um die Zuneigung oder Liebe einer Frau gefeilscht hast, mit ihr diskutiert hast, dass ihr euch doch treffen sollt oder dass sie dir doch antworten soll, dann warst du genauso unattraktiv. Warum schreibst du mir nicht zurück? Wir passen doch so gut zusammen. Gib mir doch noch eine Chance. Ja, diese Sätze haben wir alle vielleicht schon mal gedacht oder sogar gesagt. Der perfekte Mann jedoch, den sie will, ist aber jemand anderes. Ob du gerade einfach mehr Erfahrungen mit einer Frau sammelst oder endlich eine Partnerin auf Augenhöhe willst, die Lösung ist Verehrung und Unabhängigkeit. Das heißt, wir sagen, was uns gefällt. Wir sagen, was wir wollen. Und wenn wir es nicht kriegen, dann ist es uns egal. Und das Schöne ist, dieses Verständnis, dass es Klick macht, das können wir auch als schüchterne Männer. Und das heißt, das kannst du. Das kannst du 100%ig. Und du bekommst gleich von mir konkrete Beispiele, wie du das einer Frau zeigen oder sogar sagen kannst. Der Bad Boy, der weiß, was er will. Und wenn er sie will, dann zeigt er ihr das auch, unmissverständlich. Und dabei ist er unabhängig. Mein Name ist Andy Friday und ich bin Flirtcoach für Männer mit Herz. Und ich mache seit Jahren nichts anderes, als dir dabei zu zeigen, wie du Frauen verführst, entlang der Reise mehr und schöne Erfahrungen sammelst, um schließlich die richtige zu finden. Der Mann, der für sie, der Mann fürs Leben ist, der ist ehrlich, der ist zuverlässig. Und so kannst du beide Welten für sie sein. Hier sind drei Tipps, um dieser Bad Boy mit Herz zu werden. Erstens, du brauchst niemanden. Schau in den Spiegel und sag dir, was für eine geile Sau du bist. Nicht nur, dass du ein guter Kerl bist, nicht nur, dass du Werte hast und die auch vertrittst. Nein, dass du auch sexy bist, dass du attraktiv bist. Denn wenn du einen Charakter aus Werten hast, dann bist du attraktiv, dann bist du sexy, dann bist du geil. Auch wenn sich der Begriff vielleicht noch komisch anfühlt. Die Männer in meinem Coaching, die lernen das Stück für Stück, wie sie sich in ihrer eigenen Haut wohler und wohler fühlen. So wie Leo, der diese Woche schon 4 Dates hatte. Offiziell für alle nochmals Dankeschön auch an Andy. Nun bin richtig unabhängig geworden jetzt endlich. Und ja, das habe ich jetzt am Freitag einfach mal ausgenutzt und habe für die kommende Woche 4 Dates klar gemacht. Und bin ehrlich gesagt, stecke ich gerade voller Vorfreude auf diese Mädels und spüre jetzt noch nicht so dieses, dieses Nervosität, die ich eigentlich noch ganz am Anfang hatte, so dieses, dass ich echt noch nicht so lange nicht schlafen kann, sondern mir ist das ehrlich gesagt so, ich bin einfach noch entspannt und voller Vorfreude. Und er ist nicht der Einzige, der diese Reise so erlebt hat. Rolf hat in 3 Wochen seine Freundin gefunden. Nichts von dem, was du brauchst, können wir dir geben. Es steckt schon alles in dir. Wir können dir nur helfen, zu erkennen, dass es einen einfachen Weg gibt, das, was in dir steckt, auch wieder zum Strahlen zu bringen, sodass die Frau, die du magst, auch im Bett von dir angezogen ist. Und dazu musst du kein Arsch werden, dazu musst du kein Macho sein. Es steckt schon in dir, diese Unabhängigkeit. Du darfst dich gut fühlen. Versprochen. Glaub an dich. Wir glauben auch an dich. Du bist es wert. Sie will dich im Bett neben sich liegen haben und dich auf die Schulter küssen, wenn du neben ihr aufwachst. Zweitens, schau ins Innere von Menschen. Die Männer, die Frauen verehren und dabei auch unabhängig sind, die erkennen genau, welche Frau die richtige ist. Sie haben diesen Entdeckerblick. Sie brauchen nicht 1000 fremde Frauen im Bett gehabt zu haben,
Sie wissen, wenn die Chemie passt. Das ist das Geschenk, das dir die Unabhängigkeit gibt, wieder zu lieben. Und das erleben diese Männer, die ich diesen Weg und diesen Leitfaden dafür zeigen darf. Ich habe ein echt süßes Model gesehen, habe das Model einfach angesprochen, habe einfach ein bisschen weiter geflirtet mit ihr, weil sie gar nicht wollte, dass ich weitergehe. Da habe ich einfach angefangen zu flirten, dann habe ich ihre Handynummer bekommen und dann sind wir irgendwann doch halt getrennte Wege gegangen. Und dann habe ich ihr heute ganz entspannt geschrieben, so von wegen, was ich gehe, so eine Stunde spazieren. Wenn du möchtest, kannst du gerne, also ich würde mich freuen, wenn du mitkommst, dann können wir zusammen spazieren gehen. Und sie ist mitgekommen. Ja, zu guter Letzt war es dann einfach so, wir sind dann so Hand an Hand gegangen und dann kam auch noch ein Pärchen vorbei, die mich vor ein paar Wochen, als ich in der Komplimente-Challenge war, auch gesagt habe, ja, ihr seht als Pärchen super aus. Und die sind auf uns zugekommen, haben sich dann, ich nenne es jetzt mal revanchiert bei uns, so von wegen was, ey, ihr seht als Pärchen aber echt super aus. Und es war einfach echt süß heute und ja, war einfach gestern angesprochen, heute das Date gehabt. Ich bin mal gespannt, wo es noch hinführt. Drittens, verehre wieder mehr. Ich weiß, wir wurden alle mal als Kind oder sogar in den letzten 10, 15, 20, 30 Jahren mal richtig tief von einer Person, die wir geliebt haben, verletzt. Aber eine echte, gesunde Anziehung zwischen zwei Menschen, eine Partnerschaft auf Augenhöhe, braucht Unabhängigkeit und sie braucht gegenseitige Verehrung. Von der allerersten Sekunde an. Männer, die das Rückgrat haben, Frauen zu verehren und dabei auch unabhängig sind, erleben jeden Tag einen Flirt hier, das Gefühl, wirklich attraktiv auf Frauen zu wirken, da. Und wenn sie eine Frau kennenlernen, ob sie Single ist oder nicht, es liegt immer ein gegenseitiges Verständnis in der Luft. Eines, das sagt, wir wissen doch beide, wenn andere Umstände wären, dann wären wir sicherlich ein Paar. Dieses Kribbeln im Bauch, dieses stolze Gefühl im Rücken, das bekommst du, wenn du einer Frau einfach mal sagst, du, ich muss dir das schon lange sagen, deine Ausstrahlung ist der Hammer. Wirklich. Ich glaube, wir hören solche Sachen viel zu selten. Und damit setzt du den ersten Schritt auf der Reise, zu dem Mann zu werden, der schon immer in dir gesteckt hat. Es liegt an uns, wieder die Kontrolle zu erlangen und zu lernen, wie echte, gesunde Anziehung funktioniert. Flirten zu lernen und wenn uns eine Frau gefällt, dann aus ganzem Herzen zu sagen, du gefällst mir, warum tauschen wir nicht Nummern aus? Ich habe allein im letzten Jahr über 100 Männer darin gecoacht, diese Unabhängigkeit wieder zu erlangen und eine Freundin zu finden, mit der sie eine glückliche und gesunde Beziehung führen. Wenn du wissen möchtest, wie ich dir persönlich dabei helfen kann, dann klick auf den Link in der Beschreibung und wir hören uns im kostenlosen Erstgespräch. Da schauen wir uns genau deine Situation an und gehen in die Tiefe, welche Schritte genau jetzt die richtigen sind, um die Frau auch zu bekommen, die dein Herz möchte. Wenn du wissen willst, wie das abläuft, dann klick hier hin.